So, Leute, da bin ich wieder. Jetzt spiele ich mit den Atlak. Und zwar sind das überwiegend biologische Einheiten. Heißt nicht jetzt so wie bei den Terran da eben hier, wie man sieht. Abgesehen die, das ist keine biologische Einheit, aber das sind halt biologische Einheiten hier. So, das ist mein Rune Deck, Sense Recycler und Petrifying, das ist Versteinerung. Das ist hier einfach. Wie heißt das? Porten. Ich kann also eine Stelle markieren, wo dann als nächstes meine Einheiten dann erscheinen würden. Hier der Wal ist ziemlich krass. Da steht ja auch, also der hat ein Schild um sich herum und das absorbiert er nach und nach. Und mit jedem Mal macht er halt immer mehr Schaden. Er schießt sozusagen Raketen an. Wie man sieht, das sind meine kleinsten Einheiten hier. Das sind die einzigen, die nicht noch extra Ressourcen verlangen. Komm, lass knacken. Fire up. Ja, jetzt hat er erst geklickt hier und naja. Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt läuft. Ich bin schon wieder Dritter. Wenn man als Dritter startet, hat man natürlich den Vorteil, dass man mehr Zeit hat, Ressourcen zu sammeln, um besser oder entweder eine größere oder mehrere kleinere herstellen zu können, bevor man rein muss. Ich überlege, ob ich mit einer größeren oder jetzt den kleineren reingehe. Der Vorteil bei denen ist hier, die machen zwar nicht allzu viel Schaden, aber halten länger durch, weil sie noch so ein Verteidigungsfeld um sich herum haben, also was den Schaden reduziert. Das würde auch für andere Einheiten gelten, wenn sie da wären. Immer mal gucken, wie weit ich komme, jetzt hier mit dem Sammeln, bis ich rein muss. Die Einheit ist auch relativ gut, ist halt nur extrem schlecht in der Panzerung. Okay, pass auf. Ich nehme einfach so viel, wie jetzt geht hier. Und nehme sie dann so in ein, zwei Runden raus. Die Atlak ist, glaube ich, auch mit die am häufigsten gespielte Rasse hier. Gleich nach, ne, obwohl, danach kommt Terran, glaube ich, und er hat mir alle weggehauen hier, scheiße. Terran und dann, Jaguoi, oder Jagluoi, oder ich glaube, ich spreche das ständig falsch aus. Das habe ich hier rausgenommen, die haben mir überhaupt nichts gebracht, der hat schon so viele Einheiten so zu schnell hergestellt. So, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Wahrscheinlich auch nicht die cleverste Wahl. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen verbraucht hier. Ich meine, er ist stark, aber er hat halt kaum Panzerung, wie man sieht. Er hat nur 4. Kann ich jetzt... Oh Gott. So, auch wieder eine Runde verpasst hier mit dem Aufwerten. Aber egal. Ist eigentlich relativ stark, aber wenn natürlich Einheiten da sind, so wie jetzt, ich kriege unheimlich viel Schaden, wenn da jetzt Einheiten von, also Anti-Lufteinheiten sind, so, jetzt bin ich natürlich schon wieder weg hier. Wenn er hier einfach weiter die günstigsten und kleinsten Einheiten produziert, dadurch hat er natürlich recht viele dann. Der benutzt einen Teleport, brauche ich noch nicht, denn ich habe einfach, was soll ich mit einer Einheit, die ist relativ schnell. So, die haben sich jetzt irgendwo anders hingebeamt. Hier sitzt sie schon bei uns vorne. Das nennt sich, wie hieß denn das? Swift? Nee, Swift? Nee. Switch? Naja, irgendwie werden die ja ausgetauscht. Anstatt von hier, wenn sie genau gegenüber liegen, dann hin teleportiert. Also ein bisschen was killig, ja. Aber ich werde auch relativ schnell selber gekillt. Gut, wenn man jetzt 6 Stück davon hat oder so, dann ist man eigentlich schon ganz gut dran. Und so ist das nicht. Ich stelle jetzt mal einfach noch einen her. Eigentlich würde ich danach gerne... Der Wal wäre natürlich super. Aber mit der Geschwindigkeit, die jetzt hier die Essenz produziert wird,
lohnt sich das überhaupt nicht. Die sind auch ziemlich stark, haben natürlich noch weniger Panzerung. So, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen sammeln hier. Das ist halt mein Recycler-Orb jetzt hier. Das heißt, für jeden Gekillten kriege ich jetzt ein bisschen Essenz. Dann bin ich auch ein bisschen schneller. Vielleicht wenn man an meinem Ziel dann. Okay, mal aufpassen, der ist nicht mehr lange am Leben hier. Noch ist er da, der Orb. Irgendwann geht er von selbst kaputt. Also klar, die halten ja nicht ewig hier. Ich muss gucken, was für eine Einheit kann ich herstellen. Ja, ich glaube, ich nehme doch erstmal den hier. Der wird auch gleich upgraded. Ja, wie man sieht, mein Orb ist jetzt weg. Ja, das ist noch so halb in der Beta hier, deswegen gibt es wahrscheinlich auch nur so wenige Karten. Die haben einfach noch gar nicht mehr Karten fertig bekommen. Ich stelle mir ehrlich gesagt jetzt schon zu viele große Einheiten her. Also nehme ich die jetzt raus wieder. Eigentlich, ich bräuchte wirklich 5000, um so ein Dach zu produzieren. 7200 wäre natürlich super geil. Ja, so ein richtig... Also der Wal ist wirklich super. Die halten auch ewig. Ich glaube, da warte ich auch ganz ehrlich. Ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wenn der mal am Leben ist, solange hier nicht so viele Einheiten sind, die auf den schießen würden, also hier gibt es ja Anti-Ground und Anti-Air. Ja, der hat schon Katapulte, ich habe noch hier Petrifying, kann ich benutzen. Diese versteinert, das heißt, die kämpfen jetzt nicht, können aber weiter Schaden erleiden. Ich muss zusehen, dass ich meinen Wal bekomme, sonst lohnt sich das langsam nicht mehr. Er hat schon diesen Hammerhai-Typen da. Der spawnt ab und zu hier so Kämpfer und die sind relativ heftig. Wir sind schon bei Welle 20, ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Das ist eigentlich dummes Spiel. Aber ist ja auch nur ein bisschen, nur um mal zu zeigen, wie es so aussehen würde. Das sind auch Adlag-Einheiten, die ich selber nicht habe hier. Okay, ein paar sind schon weg. So, jetzt kommt mein Wal. Der wird auch gleich aufgewertet. Okay, da ich mir nicht mehr leisten kann jetzt, weil ich wohl nur noch, ich weiß gar nicht, ob es noch reicht jetzt, nur noch einen von denen herstellen. Knapp. Oh Gott, wir werden schon angegriffen hier, das ist natürlich totale Scheiße. Ich glaube, wir haben hier relativ schnell verloren. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach zu lange gedauert hat hier. Und dann so Leute wie ich einfach mit zu kleinen Einheiten hier kamen. Die Basis ist auch eigentlich gleich weg. Also wenn die Einheiten jetzt nicht bald mal verschwinden hier, dann haben wir Probleme. Ja. Das haben wir richtig hart verloren und zwar richtig schnell sogar. Da muss ich wohl einfach noch eine Runde machen. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ja, will ich jetzt gar nicht sehen hier. Ah, du kannst mich auch mal. Okay, General Attack, warte, ich muss mal kurz auf die auf mein Runenprofil. Achso, ich brauche 30 jetzt. Ich vergessen.
Okay, wir machen gleich das noch eine Runde. Das Blöde ist, ich habe wirklich zu lange gewartet. Ich habe einfach übertrieben. Man kann das nicht. Manchmal funktioniert das, aber man kann es natürlich nicht vorhersehen. Man weiß nicht, wie der Gegner ist. Und natürlich gibt es ja auch ein bisschen Pay to Win. Ja, obwohl es vielleicht nicht allzu viele benutzen, aber man kann natürlich das Problem haben, dass welche das benutzen. Und dann gibt es gibt ja noch Boosts hier. Wie die funktionieren, weiß ich nicht genau, aber man kann sie kaufen. Das weiß ich. Und man kann auch bei seinen Einheiten aus, also man kann ja andere Einheitentypen nehmen. Wie zum Beispiel hier, wenn ich das zeige, mal kurz. Hier. Ich habe also Asterion hier und den habe ich erforscht für Gold und habe noch den Anzeal, wie auch immer. Und zusammen in Kombination sind die wirklich ultra brutal. Also jeder dieser Typen, hier sieht man ja auch noch, hier sind noch mehrere Typen. Da ist noch der Sniper und der, weiß ich gar nicht, wie der heißt, der ist noch gar nicht verfügbar. Aber worauf ich hinaus will ist, es gibt natürlich Einheiten, die man noch gar nicht ausprobiert hat, die vielleicht stärker sind. Und selbst wenn sie nicht allzu viel Rüstung haben, kann es sein, dass sie einfach doppelt so viel Schaden machen wie die ursprüngliche Einheit, die halt am Anfang verfügbar ist. Und wenn man das noch nicht rausgefunden hat, dann, ja, und dann gegen solche trifft, dann ist das natürlich auch blöd. Zumal irgendwie 10 einfache Einheiten natürlich eine größere Einheit rausnehmen können, auf die, nur weil ich jetzt, also das heißt nicht nur, weil ich drauf gewartet habe und die jetzt eine große Einheit ist, dass das jetzt hier dann, ich dann alles wegkille ohne Probleme. Oh, ich werde ein bisschen heiser, glaube ich. So viel geschnattert heute. Obwohl es ja nicht so viel war, aber ja. Vor allem versuche ich gerade die Zeit zu überbrücken, anstatt ich das einfach raus editiere, aber scheiß drauf. Ich wollte halt nur mal erklären, dass ich auch noch nicht alle Einheiten kenne. Und damals, als ich angefangen habe, da hatte ich ja nur noch 1,5 Tage Zeit, glaube ich, bis die Server ausgingen. Und jetzt dann halt wieder anging. Da war das ja noch eine geschlossene Beta. Oder nee, geschlossene Alpha. Ah, weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch schon fast 6 Monate her jetzt. Ich glaube, im Januar war das. Ja. So, jetzt geht's hier auch weiter. Auch schon wieder jetzt gute 3 Minuten, die man warten musste. Hängt natürlich damit zusammen, dass ich muss mal kurz gucken, ob es hier was anderes gibt. Hier habe ich auch so eine. Was ist das? Okay, nehme ich mal erstmal den hier. Das sind Essence Recycler weg. Der Petrifying lasse ich, weil das nicht so viel kostet und immerhin auch effektiv ist. Was wollte ich eigentlich sagen? Habe ich vergessen. Wäre jetzt blöd, wenn natürlich einer ablehnt. Man hat so lange gewartet. Und es dauert jetzt natürlich auch ein bisschen länger, weil es schon relativ spät ist. Und je später es natürlich wird, desto länger sind auch die Wartezeiten. Und wir haben es hier kurz vor Mitternacht. Ich bin wieder Dritter, das ist gut. Ich bin nur häufig der Dritte, das ist eigentlich gefällt mir ganz gut. Weil, wie gesagt, ich habe dadurch mehr Zeit, Einheiten zu produzieren. Man kann auch Runden einsetzen, wo man zum Beispiel mehr Gold bekommt pro Minute. Das sind dann plus 12 Gold. Das macht schon was aus, wenn man halt schneller wieder solche Fähigkeiten benutzen kann. Oder dass diese Fähigkeiten schneller wieder verfügbar sind. Bringt natürlich nicht viel, wenn man, also dass der Cooldown kürzer ist. Bringt aber nicht viel, wenn man das Geld noch nicht zusammen hat. Und ich glaube, es gibt auch eine Rune, wo man etwas mehr. Nee, obwohl Ressourcen gibt es nicht. Oder Ressourcenruhen, wie auch immer. Ich glaube, die gibt es nicht. Das wäre ex schon extrem unvorteilhaft anderen gegenüber. So, wir können hier noch ordentlich sammeln. Ich weiß nicht, was für eine Einheit ich dann reinnehmen soll. So ein Shield Slave. Die Frage ist, wie lange bleibt der am Leben? Der schlägt ja auch nicht so häufig zu. Aber ich glaube, ich nehme erstmal so ein. Oder ich schaffe den noch hier? Nee. Ich nehme Shield Slave. Das Blöde ist, der schlägt nicht so häufig zu.
und sucht sich direkt die Gegner, anstatt diese Kisten anzugreifen. Und er ist halt nicht so schnell. Hält zwar normalerweise eigentlich auch ein bisschen was aus, aber das wird so nix. Ich hasse das auch. Irgendwie. Das ist es, was ich meine. Ich habe jetzt eine bessere Einheit hergestellt, aber der mit seinen 6-7 kleineren Einheiten schießt natürlich auch den einen dann weg. Hat er gar keine Schmerzen mit, ne? Ich stelle jetzt noch so einen her und werde jetzt auch gleich aufwerten. Das sind die ganz, ganz einfachen Einheiten hier, diese Hunde. Die kosten natürlich auch nicht viel, halten aber auch nicht mehr viel aus. Und da kann man Wellen hinschicken ohne Ende. Die werden natürlich trotzdem irgendwann relativ schnell kaputt gemacht. So, das sind meine Truppen. Ich hoffe, ich kriege noch welche weg. Jetzt habe ich mal einen Kill. Wie man sieht, die sind wirklich langsam und sind halt eher defensive Einheiten. Und vor allen Dingen gleich weg. Also ich muss eigentlich in mein Setup wieder so, sagen wir mal, mittlere, sagen wir maximal so 300 Kosten reinnehmen. Aber dafür halt ordentlich rumballern. So, jetzt haben sie auch die große Kiste, das ist natürlich total scheiße. Weil das ja jeder bekommt. Also wenn da 600 drin sind, bekommt jeder vom Gegner dann 600 oder wir 600. Jetzt sind sie schon so weit vorne. Ich habe ein Level Up. Wir geben mal die Punkte einfach, damit die ein bisschen besser da sind. Bisschen besser verteidigen, ein bisschen mehr Schlagkraft haben. Aber wie man sieht, das bringt eigentlich auch nichts hier. Das heißt, ich werde sie jetzt auch rausnehmen. Ich meine, es sind Einheiten, wenn man wirklich ein paar davon hat, dann sind die Einheiten gut zum Blocken. Um leichtere Einheiten dahinter, die halt nicht so viel Power haben. Dann als Verteidigung zu nehmen. Wollen wir mal kurz gucken hier, warum blinkt das nicht auf? Scheiße, Mann. 35, 740, nehmen wir erstmal den jetzt hier. So, einen Punkt muss ich auch noch sehen. So, ist natürlich jetzt auch nicht so klar. Okay, jetzt sind nicht mehr ganz so viele Einheiten hier, die könnte ich noch weghauen. Aber die Kanone ist ja auch noch da. Vielleicht schaffe ich die auch noch. Ich weiß auch nicht, warum der da jetzt so stehen bleibt. Jetzt habe ich schon wieder so viel rumgefummelt. Ich habe auch schon wieder Fehler begangen, die uns eventuell den Sieg kosten könnten. Es sei denn, die anderen beiden Kollegen denken jetzt noch ein bisschen mit. So, gute Fahrung hier. Mal versteinern, das ganze Gesocks. Von denen. Das haben wir erstmal drei. Jetzt werde ich wieder ein bisschen sammeln. Ich weiß aber nicht, ob das so clever ist. Ich meine, die Drachen sind auch super. Die haben auch nicht viel Rüstung, aber machen unheimlich viel Schaden. Okay, mit dreien sieht man, ist man schon ein bisschen besser dran. Da macht man dir doch ein paar mehr weg dann hier. Aber jetzt hat er seine verdeckten Einheiten. Ich sehe die zwar, aber ich kann die nicht angreifen. Und der Ficker hat schon, der Herr hier hat schon so ein scheiß Raumschiff. Die machen auch echt viel Schaden. Das ist jetzt Gedankenkontrolle, das heißt, die Einheiten greifen uns erstmal nicht mehr an, sondern die anderen befreundeten Einheiten. Mal verloren. Wenn der erste weg ist, dann sind die anderen auch nicht mehr allzu lange dabei. Wahl haben. Damit sie erstmal raus wieder. Und kann mir immer noch nicht meinen Wahl holen. Ich
Ich glaube nicht, dass ich auf 7-2 rechtzeitig komme, aber ich hoffe es, ich hoffe es. Gleich aufwerten. Kann es total beknackt gewesen sein, weil ich jetzt nur noch eine Einheit habe und die unheimlich scheiß teuer ist. Aber vielleicht reicht ja auch. So, aber man sieht ja, der macht halt, die sind halt teuer, aber der macht so viel Schaden auf einmal. Das ist ganz gut. Ja doch, die sind auch schon weg. Jetzt kann ich noch Putrefying benutzen, die Petrifying. Ich sag mal Putrefying, aber Putrefying heißt das. So, leider muss ich jetzt erstmal zwischendurch aufladen. Aber ich finde, jetzt hat er sich gelohnt. Okay, jetzt kommen natürlich die scheiß großen Schiffe da. Die machen ihn mir schnell weg. Aber bisher habe ich ganz gut was weggekillt. Ich werde den jetzt hier Great Vajira. Den werde ich dann wohl benutzen. Ich habe ja gesagt, das dauert so lange hier. So, einen werde ich noch nehmen. Ja. Achso, ich muss auch noch aufwerten hier. Oh, er hat die ganzen leichten Einheiten da unten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weiß ja nicht, dass bei mir auch wirklich clever ist, aber hier vorne, da teleportiere ich mich dann mal hin, damit ich nicht ganz so weit hinten bin. Dann hier, der Drachen muss weg. Das wäre natürlich super. Also wenn ich den jetzt killen könnte, dann 2500 zu bekommen, das wäre schon ganz gut. Ich stehe auf diese Wale, also ich, eigentlich lohnt sich das wirklich, die verdammten Dinger zu holen. Ne? Ja, ich habe sie bekommen. So, ich werde die Wale auch aufwerten. Ja, die schießen auch nach hinten. Ich hätte gern 5000, eigentlich würde ich jetzt nur noch die ganz fetten Einheiten herstellen. Zwar irgendwie ein bisschen großkotzig oder irgendwie auch arrogant, aber ich will einfach nicht schon wieder das ganze kleine Zeug haben. Manchmal braucht man es wirklich, aber hier, ich finde die Einheiten sind nicht so prickelnd. Gerade jetzt in dem fortgeschrittenen Stadium wollen wir mit denen auch nicht mehr kommen hier. Zumal die Wale finde ich ganz schön was aushalten. Wenn man echt mit 5-6 Walen unterwegs ist, dann so schnell werden die auch nicht niedergemacht. Das Blöde ist, jetzt sind die hier unter meiner Kontrolle, also Gedankenkontrolle, und man kann sie nicht, jetzt konnte ich sie zerstören, aber in der Zeit kann man sie dann halt nicht angreifen. Ja, die Leander, jetzt wird das Schild aufgeladen, deswegen ist er leider ein bisschen schnell hinüber. Weil irgendwann, also sie müssen dann halt neu aufladen, also es dauert 15 Sekunden. Ja, und in der Zeit können die halt dann locker kaputt gemacht werden. Weil sie ja nicht mehr verteidigen oder überhaupt nichts mehr machen. Ja, lasst meinen Drachen in Ruhe, ihr Penner, was, ey. So, das ist der große Vajira. Der dreht ja jetzt sich im Kreis und so und dreht er zudem noch voll am Teller. Ich kann den auch. Er hat ja auch noch irgendeine Fähigkeit hier. Ich weiß nur nicht, was das ist. Ach, Selbstzerstörung. Der hat sich gerade komplett selbst. Ach nee, der hat sich geteilt und hat noch ein paar mehr davon. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Deswegen ist das für mich jetzt echt neu. Wieder versteinern. Scheiße, so, jetzt nehme ich den hier auch noch dazu. So, wie gesagt, jetzt eigentlich nur die großen Einheiten. 12 Wellen haben wir ja noch vor uns.
Ja, so sieht das auch gut aus. Und ich habe gar nicht so viele Einheiten. Also manchmal muss man es riskieren. Das ist echt nicht so einfach jetzt zu benennen hier. So, jetzt laden sie gerade auf. Okay, der hat er gerade aufgeladen. So, jetzt gibt es wieder auf die Zwiebel. Das Blöde ist, wenn ich mir richtig... Ja, genau. Die machen nur Flächenschaden und greifen nur Bodeneinheiten an. Das dachte ich mir nämlich. Heißt, die greifen nichts an, was in der Luft fliegt. Das heißt, von denen kann ich auch noch gut gemacht werden. Ich will, versteinern. Achso, Petrifying benutzt, versteinert nur nicht fliegende Einheiten, also nur Bodeneinheiten. So, wir haben Level Up hier. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Ich finde das super. Ich bin noch dabei. Das ist eine schöne Sache. Von denen hier, wie heißen die? Sumero Shark. Oh, sieht doch ähnlich aus wie ein Hai, wie ein Hammerhai. Davon hätte ich gerne noch einen. Den kann ich mir jetzt holen. Jetzt will ich am liebsten noch von jeder Einheit einen haben. Das müsste dann eigentlich fast schon reichen. Dafür, dass ich so wenig Einheiten habe, machen die. Also geht das ganz schön ab hier. Okay, der Hai ist gleich weg. Aber okay, wir haben relativ lange durchgehalten. Und ich habe meine Wale ja noch. Petrifying. So. Und versteinert das Gesocks. Und witzigerweise ein Kollege gleich noch hier mit Luftschlag dazugekommen. Okay, wir haben nur noch drei Runden. Runde 48 ist dann die letzte Runde. Da kann man nichts mehr herstellen und kann auch keine... Da werde ich dann demnächst lang... Kann auch keine Einheiten mehr herstellen und dergleichen. Also ich komme noch einmal raus. Komme ich nochmal auf 3,6? Oh ja, das sollte klappen. So, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Das war's dann. So, das sind jetzt meine letzten Truppen. Mehr geht nicht. Gut, dass ich den Teleportpunkt da vorne gesetzt habe. Man sieht, hier ist alles ausgegraut. Die Commander, Kommandantenfähigkeiten sind auch nicht mehr verfügbar. Die blöden Schiffe hier wegbekommen, das kriege ich auch ganz gut weg. So, und ich gehe davon aus, er war der Letzte. Jetzt müsste das Ding auch gleich hochgehen. Wir blasten das ganz gut weg. Das schaffen wir. Und wir haben gewonnen. Diesmal haben wir gewonnen. Diesmal hat sich das gelohnt, so, ich sag mal, risikoreich zu spielen. Sick! Ja. Oh, ich bin der MVP. Ich bin der MVP. Ja, weil ich halt wirklich viel zerschossen habe und selber kaum Einheiten verloren habe. Also meine KD war ziemlich gut eigentlich. Guck mal, ich habe eine KD von 1,52. Also das ist ja phänomenal. Ja. Ich habe die meiste Knete zusammenbekommen und die meisten Essenzen. Die Essenzen habe ich bekommen durch das Zerstören. Ach ja, weil ich hier den Drachen zerstört habe. Und das Gold halt auch, weil meine Einheiten ja länger am Leben waren, um halt mehr zu töten. Und dadurch habe ich relativ viel bekommen. Ja, das war's hier. Adlak, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wenn nicht, dann nicht, dann äfft euch. Nee, äfft euch nicht. Ja, ihr braucht da also von mir, äfft euch da aus. Ist mir scheißegal. Ja, viel Spaß beim Zocken. Und dann bis zum nächsten Video. Jetzt kommt noch Jaguar. Aber ich gucke mal kurz gleich, wie die... Ah, ist scheißegal. Die heißen Jaguar. So. Also, dann bis demnächst. Ciao, ciao.